Okay, Leute, ihr seht, die Sonne geht unter und es ist alles ziemlich, ziemlich rot hier. Wir testen heute mal wieder die heftigsten Minecraft-Mythen, die ihr jemals gesehen habt. Schreibt gerne weitere Mythen in die Kommentare und bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr werdet nicht glauben, was bei diesem Experiment bei rumgekommen ist. Für mehr natürlich Like und Abo nicht vergessen. Der erste Mythos behandelt heute etwas ganz Besonderes, und zwar den Blood Moon oder auf Deutsch übersetzt der Blutmond. Es handelt sich dabei um einen roten Mond und dieser rote Mond soll wohl in Minecraft auftreten, aber er tritt dann nicht nur auf, sondern die Mobs sollen wohl auch rote Augen bekommen und die Mobs sollen wohl richtig aggressiv drauf sein. Wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall gleich mal an. Hier ist eine kleine Beschreibung und in dieser Beschreibung steht, dass wir dafür den Seed Blood Moon benutzen müssen. Ich habe das Ganze hier mal auf Deutsch übersetzen lassen, deswegen kann es sein, dass das hier etwas schwammig übersetzt wurde. Was dieser Blood Moon genau macht, das werden wir uns dann gleich mal genauer im Game anschauen. Jedenfalls, wenn der Blood Moon auftaucht, soll das Spiel wohl crashen, so wird es zumindest gesagt, aber wechseln wir mal zu Minecraft drüber. Also, ich erstelle jetzt einfach mal eine neue Welt. Ich nenne die Welt einfach mal Blutmond. Beim Seed kopiere ich einfach das, was auf dieser Seite stand und füge das hier ein. Und ja, ansonsten, ich gehe in den Survival-Modus und ja, das wäre es auch schon. Ich habe nichts bei Resource-Packs ausgewählt. Das gleiche auch bei Behavior-Packs, da ist nichts drin. Hier seht ihr nämlich das Video, wo ich das Ganze gesehen habe. Er probiert das nämlich in der Minecraft Pocket Edition aus und er schreibt auch hier Blood Moon hinein, also zack, und die Welt ist eigentlich komplett egal, wie man diese benennt, nennt er einfach Moon und er zeigt nämlich auch, dass wir, dass er kein Resource Pack drin hat. Es ist auch egal, welche Schwierigkeitsstufe man nimmt, ob Hard oder Easy, das ist komplett egal, aber ja, jedenfalls sehen wir jetzt später, wenn er die Welt dann erstellt, zack, er erstellt die ganz normal und wir haben dann hier die Minecraft-Welt am Start. Und das ist hier schon etwas später im Spiel. Und zwar sehen wir hier schon, die Sonne geht langsam unter. Ne, wie gesagt, das Ganze ist hier in der Pocket Edition gemacht. Aber ob Pocket Edition oder Bedrock Edition auf dem PC, das ist komplett die gleiche Version. Da tut sich rein gar nichts. Jedenfalls sehen wir nämlich jetzt hier an dieser Stelle, der Blutmond ist bei ihm auf jeden Fall da. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, ob er uns versucht hier zu clickbaiten oder ob das Ganze wirklich real ist. Das werden wir erst erfahren, wenn ich das Ganze teste, denn ihr könnt euch sicher sein, ich werde euch nicht reinlegen. Also, wie gesagt, wir müssen eigentlich laut des Erstellers nichts machen. Das Einzige, was wir jetzt hier in dieser Welt machen müssen, ist, wir müssen warten. Und zwar müssen wir warten, bis hier endlich Nacht ist in dieser Welt. Das heißt, die Sonne muss einmal bis dort hinten hin. Und das war's auch schon. Ich würde sagen, wir stellen uns am besten auf den Baum drauf und beobachten das Spektakel. Schreibt gerne in die Kommentare, wird der Blutmond auftauchen? Ja oder nein? Wir bleiben gespannt. Kommen wir zum nächsten Creepypasta-Monster und zwar geht es hierbei um That Thing. Übersetzt sowas wie das Ding, die Sache. Wir sehen hier, wie That Creeping Thing aussieht. Ja, es sieht sehr, sehr komisch aus. Es sieht aus wie eine Mischung eines Endermans mit Steve. Allerdings hat Steve mehrere Augen. Ein rotes Auge, ein blaues Auge, ein normales Auge, vier Hände, beziehungsweise eigentlich sechs Hände, zwei Beine in die Länge gezogen. Also sieht so ein bisschen aus, als hätte man ja, mit Paint versucht, Steve zu malen und genau das kam rum. Und ja, tatsächlich soll das Ganze so, sogar testbar sein, denn hier steht, dass der Seed, in dem das angeblich funktionieren soll, der Seed mit der Nummer 2323 ist. Und das Ganze soll funktionieren auf dem PC und ja, in der Bedrock Edition. Die erste Sichtung soll wohl gewesen sein, irgendwann 2017. Das war nämlich das Jahr von der Minecraft-Version 1.12.2, wenn ich mich nicht täusche. Und Zeichen, woran man erkennen kann, dass That Thing uns gerade sieht, ist einmal ein Buch, was sagt, ich werde dich finden. Irgendwelche komischen Geräusche. Hier sehen wir auch noch ein Foto und auf diesem Foto wird im Hintergrund gezeigt, wie ein Spieler im Inventar ist. Und hier hinter dem Inventar sieht man diese zwei
komischen Hände und auch die Füße von Steve. Das kann natürlich gefotoshoppt sein, muss man ganz klar sagen. Also es hat für mich noch nichts zu bedeuten. Das ist für mich kein eindeutiger Beweis, aber natürlich probieren wir das Ganze selbst aus. Er wohnt wohl in einer eigenen Welt, so wird es zumindest hier geschildert. Und nur mit diesem Seed kommt man in die eigene Welt von That Thing. Das soll wohl die Dimension sein, wo That Thing lebt. Sieht auf jeden Fall super, super crazy aus. Und ja, ob das eine Geschichte aus dem Paulanergarten ist, das erfahren wir gleich. Das hier soll auch ein Video sein, wo angeblich That Thing gesichtet wurde. Ich muss ganz klar sagen, meiner Meinung nach ist das Photoshop, denn wir sehen hier, ihr habt es vielleicht ganz, ganz kurz gesehen, jetzt wieder. Es wird einfach so ein ganz kurzes Foto eingeblendet. Also wir sehen, angeblich soll hier That Thing aufgetaucht sein. Das ist super, super schlecht gefaked. Also so wie das hier gezeigt wird, das ist auf jeden Fall nicht der Realität entsprechend. Und jetzt wird es hier nochmal gezeigt. Ich weiß nicht, wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Deswegen, wir springen einfach mal selbst jetzt in-game rein. Also unten links sehen wir Minecraft-Version 1.12.2. Also in der Version, worüber in dem Artikel berichtet wurde. Ich nenne die Welt jetzt, wie gesagt, einfach mal That Thing. Ist auch im Endeffekt egal. Und der Seed, wie gesagt, das ist wohl das Wichtige, ist 2, 3, 2, 3. Das soll es auch schon gewesen sein. Wir erstellen einfach mal die Welt, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt bei rumkommen wird. Ob wir irgendwas finden werden. Wie gesagt, so großartig Hoffnung mache ich mir nicht. Denn das war tatsächlich das einzige Video, was ich auf YouTube dazu gefunden habe, wo man ihn angeblich gesichtet hat. Deswegen werden wir verschiedene Szenarien durchgehen. Zu einem öffne ich gleich mal, wenn ich mich so ein bisschen verkrochen habe, mein Inventar. Weil in dem Foto wurde ja gezeigt, dass wir beim Öffnen des Inventars That Thing im Hintergrund sehen. Und wir schauen mal kurz nach. Ich wechsle jetzt ganz schnell wieder rüber in den Game Mode Survival. Und jetzt bin ich gespannt. Wird irgendwas auftauchen oder nicht? Nein. Da sehe ich auf jeden Fall nichts im Hintergrund. Also das ist auf jeden Fall nicht wahr. Wir sehen übrigens unten links den Seed, wenn ich das Ganze in den Chat eingebe. Wir sehen 2, 3, 2, 3 ist der Seed. Also da hat sich rein gar nichts verändert. Und im Video, wo das so schlecht gefaked wurde, ist er ja einfach zu so einer Insel rübergefahren. Und dann auf dieser Insel sind ganz viele Monster gespawnt. Und dann war angeblich auch That Thing dort im Hintergrund. Aber auch hier sehen wir, wie gesagt, auf dieser Insel da tut sich rein gar nichts. Also ich halte That Thing für einen Fake, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn es angeblich wahr sein soll, also wird ja im Artikel beschrieben. Was sagt ihr zu That Thing? Ist er echt oder Fake? Probiert es doch gerne mal selbst aus. So, ich habe mir in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen was zu essen geholt und eieieiei, ich glaube, ich sehe leider schon das Ergebnis und das sieht leider nicht nach einem Blutmond aus. Das ist ein ganz normaler blauer Mond. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Ganze fake oder bekommen wir das trotzdem irgendwie hin? Weil ich hätte schon gerne diesen Blutmond gesehen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, Leute, ihr seht, die Sonne geht unter und es ist alles ziemlich, ziemlich rot hier. Aber was ist denn das? Oh mein Gott, Leute, das, meine lieben Freunde, ist tatsächlich der Blutmond. Es gibt einen Weg, um diesen Blutmond in das Spiel reinzubekommen. Allerdings ist das leider, leider mit Mods, denn ich bin jetzt auch nicht mehr in der normalen Minecraft Bedrock Edition unterwegs, sondern in der Java Edition. Haben die Mobs jetzt auch rote Augen? Alter, die greifen mich ja viel krasser an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ganze Welt ist komplett in Rot. Ich sollte vielleicht einmal ganz kurz in den Creative-Modus wechseln, weil sonst endet das hier gar nicht gut für mich. Also, haben die Mobs jetzt rote Augen? Ich spawne am besten einfach mal einen Lama, würde ich sagen. Genau, Lama. Ein Lama hat keine roten Augen. Okay, das wurde ja noch im Beitrag gesagt, dass die Mobs wohl rote Augen bekommen sollen. Stimmt allerdings nicht. Ja, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich meine, dieser Anblick. Alter Schwede, richtig cool. Wenn ihr den Blutmond auf jeden Fall feiert, lasst doch gerne trotzdem einen fetten Like da, lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare, denkt ihr trotzdem, dass dieser Blutmond stimmt?